Fragen? Ich habe eine Frage, Doc. Warum soll ich glauben, dass Kopfhörer da drüben irgendwas verstanden hat? Er hört ja nicht mal zu. Baby? Das Ziel ist ein Panzerwagen bei Perimeter Trust in Dunwoody, Punkt 10 Uhr. Der zweite Fluchtwagen steht bereit, aber ich soll aus der Tiefgarage in Longstate mit einem Wagen starten, der nicht gleich heiß läuft. Um 8.30 Uhr geht's los. Und es noch später wird. Aber Deutschland führt schon 1-0, falls es euch interessiert. Stindl, ne? Und Werner hat aufgelegt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ja. Okay. Das geht auch hier. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Heute mit einem Gast aus Berlin. Hallo, Luise. Hallöchen. Und einem Gast aus Stuttgart. Hallo, Kate. Hallo. Das klappt ja wie geschmiert hier. Wir haben das Sneak Preview für euch, liebe Hörer. Und dann noch jede Menge andere neue, nagelneue Filme. Die Luise war natürlich wieder auf einem roten Teppich unterwegs oder bei irgendwelchen Filmpremieren. Die hat einiges mitgebracht und ich habe, trotz dass ich völlig überlastet war, letzte Woche trotzdem noch geschafft, einen Film zu gucken, einen halbwegs aktuellen Film. Und eine Serie habe ich geguckt. Und die Kate, die war auf der Comic-Con hier in Stuttgart, die hat da ein bisschen was zu berichten, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zu unserem Sneak-Film. Das war diese Woche der Film Baby Driver, den habe ich selbst nicht gesehen. Die Kate war aber und die Luise hat den Film schon in irgendeiner Preview gesehen, deswegen könnte da jetzt doch ein ganz gutes Gespräch dann entstehen. Auch ja, haben es zumindest mal zwei Leute gesehen. Worum ging es denn da? Wer möchte es denn vorstellen? Das kann ich ja nicht machen. Dann schieß los. Baby Driver. Baby Driver geht, es geht um einen jungen Mann, der sich Baby nennt. Und er ist vom Beruf Fluchtwagenfahrer. Also es gibt einen Banküberfall und er sitzt halt im Auto und wartet, dass seine Komplizen wiederkommen und fährt dann den Fluchtwagen vor der Polizei weg. Also es gibt dann halsbrecherische Verfolgungsjagden und er ist halt in seinem Job quasi eigentlich der Beste. Und sein Vorbild, also beziehungsweise sein Chef quasi, der ihn auch in dieses ganze Metier reingebracht hat, wird gespielt von Kevin Spacey, der auch immer wieder betont, dass er einfach der Beste ist. Baby ist aber ein bisschen besonders, denn Baby hat quasi rund um die Uhr Ohrstöppel im Ohr und lässt sich dauernd seine Lieblingsmusik um die Ohren jagen. Das hat allerdings medizinische Gründe, was relativ schnell rauskommt. Gleich am Anfang, er hatte mal einen Autounfall witzigerweise und dabei hat er einen Schlag auf die Ohren oder auf den Kopf bekommen und hat seitdem einen Tinnitus und um dieses Fiepen zu übertönen, hört er halt ständig Musik. Und sein Musikgeschmack ist sehr, sehr außergewöhnlich und sehr, sehr speziell und richtig gut, muss man sagen. Und generell ist er ein sehr spezieller Mensch. Er ist sehr ruhig, er ist sehr introvertiert und in dem Film spielt er halt, fährt er halt immer den Fluchtwagen. Er macht nie was anderes. Er ist nicht irgendwie mal mit bei so einem Überfall dabei oder so. Und er versucht allerdings aus diesem Metier wieder rauszukommen. Zwischendrin haben wir dann auch noch eine Liebesgeschichte, die da entsteht zwischen ihm und einer jungen Kellnerin, die später dann auch relativ wichtig in der Geschichte wird. Und wie es kommen muss. Der Film nimmt eine Wendung. Und es wird alles sehr, sehr brenzlig, aber ich möchte nicht mehr dazu erzählen, eigentlich. Hat er irgendwas gemeinsam mit Driver? Oder nein, wie ist der in die Drive, hieß der? Überhaupt nicht. Okay. Gar nicht. Also ich habe ihn als sehr, sehr stark empfunden, den Film. Also er ist sehr mutig. Der Junge wird, also der Baby ist auch super gespielt, muss man sagen. Die Rolle ist einfach nur cool. Die Musik ist 1A platziert. Das macht richtig Spaß, da reinzuhören. Und ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass die Love Story ein bisschen zu sehr, also viel zu kitschig ist. Und das Ende hat mich jetzt auch nicht so begeistert, aber alles in allem
hat der Film einfach viel Kick und viel, viel Autofahren und viel Verfolgungsjagden und viel Action und coole Charaktere. Ja, also ich fand ihn alles in allem ganz gut. Luise, was meinst du dazu? Ja, also der Soundtrack ist, wie du ja schon meinst, ist eigentlich so mit ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil halt in diesem Film, weil ich finde, also die Musik ist wirklich so permanent da und sie ist halt auch nicht im Hintergrund, sondern man ist halt so mittendrin und man hat so leicht musical-artige Szenen halt auch. Ich sage jetzt nur mal so, wenn er so Kaffee holt oder halt auch bei dieser Fluchtfahrt, wenn Baby dann einfach so auf dem Lenkrad trommelt und die Scheibenwischer halt im Takt dazu tanzen, das ist halt so wirklich Ästhetik pur. Und ich finde halt auch diese ganzen Nebendarsteller, weil wir haben ja noch einen, neben Kevin Spacey halt noch einen John Hamm, den wir aus Mad Men kennen, und John Bernthal, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, der jetzt den Punisher gespielt hat in der Daredevil-Serie, als auch den, wie hieß er, Shane bei Walking Dead? Ja, genau. Genau, die haben wir dabei, aber halt auch einen Jamie Foxx, also halt schon sehr hochkarätig. Und es ist halt wirklich handgemachte Action und der Sound ist halt wirklich so ein Bestandteil, dass man das einfach richtig miterlebt und dann halt auch versteht, wie Baby halt so Sachen wahrnimmt. Halt dadurch, dass er halt wirklich immer nur diese Kopfhörer drin hat, was ja für manche auch sehr nervig ist, was aber wiederum witzige Szenen hervorruft. Mhm. Ich finde halt auch so, dass es sehr coole Szenen gibt. Ich sage halt nur Stichwort so Sonnenbrille, als auch der Neffe. Den fand ich ja auch großartig, der teilweise mehr checkt als alle anderen. Ja. Und halt aber auch diese ganze Cast, den ich gerade genannt habe, ist halt auch wirklich, die sind fantastisch aufgelegt, alle. Aber ich gebe dir aber auch recht, gerade so das Ende ist halt leicht over the top. Also da gibt es halt wirklich, ich sag mal, so eine Genre-Mix, Gewaltexplosion in allen möglichen Facetten. Das erwartet man vielleicht nicht ganz so. Ja, und auch der Baby selber macht ja auch eine sehr, sehr krasse Kehrtwende in seinem Verhalten, finde ich. Also er ist ja eigentlich eher so der ruhige und gewaltfreie Typ, ne? Und während des Films entwickelt sich das halt auch in irgendwie andere Richtungen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Das fand ich ehrlich gesagt schade. Ich finde, das wär besser gewesen, wenn es geblieben wäre wie am Anfang. Ne? Und ja, wie gesagt, die Love-Story da drin ist, das ist einfach, sorry, die zwei haben miteinander rumgeknutscht und was dann dabei rauskommt, fand ich einfach ein bisschen over the top. Ansonsten, ja, halt auch so diese Gespräche ringsrum, genau. Ja, das war einfach irgendwie, da kann mir keiner erzählen, dass das die einzig wahre Liebe war, ja. Aber genau so wird's im Film verkörpert. Das fand ich, ich weiß nicht, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit reinbringen müssen, damit es glaubhafter ist. Ne? Aber ansonsten hat der Film einfach Spaß gemacht. Ja, wie du schon sagst, die Sonnenbrillensachen und der Neffe, das ist einfach, ich saß einfach im Kino und hab's echt gefeiert. Das war richtig cool. Ja. Und der Soundtrack ist der Wahnsinn. Wir haben ihn abends noch direkt zu Hause runtergeladen, beziehungsweise gekauft bei iTunes und runtergeladen, ja. Der ist einfach noch der Wahnsinn, der Soundtrack. Der spielt wirklich mit den Dingen. Der geht da, wie du schon gesagt hast, der geht geht einen Kaffee holen und der lebt die Musik, ja. Also der bleibt dann auch mal stehen und dann gibt's im Lied so einen Tusch und zeigt er mit dem Finger hoch, genau passend zum Tusch und der lebt diese Musik richtig. Und er hat ja auch, das fand ich auch das Schöne, er hat mehrere iPods. Er hat immer iPods für Gemütszustände mit verschiedenen Musik drauf und verschiedenen Gefühlszuständen, mit der die Musik dann spielt. Und das ist einfach total sympathisch gewesen. Und ich, wie gesagt, ich fand ihn auch super gespielt. Also, klasse Schauspieler. Ist ja vom Regisseur von... Also absolut. Vom Regisseur, der hier diese Cornetto-Trilogie, Hot Fuzz und Shaun of the Dead und sowas gemacht hat. Und auch Scott Pilgrim und The World's End. Ja, merkt man davon was, von dieser Art von Humor in dem Film? Oder ist das eher so ein Action-Drama? Nee, also der hat auf jeden Fall schon sehr witzige Momente. Das sind halt, wo ich gerade diese Anspielung gemacht habe auf Sonnenbrille und den Neffen. Also die lustigen Elemente sind halt wirklich sehr gut in den Film eingestreut. Und wie gesagt, allein wenn du diese ganzen skurrilen Charaktere halt um Kevin Spacey, John Hamm, Jamie Foxx hast, also das sind alles so wild gewürfelte Menschen.
Und wie sie halt miteinander agieren, das ist schon unheimlich witzig. Auch wenn es einfach nur um ihre Verbrechernamen geht und ihre richtigen Namen. Also das macht schon Spaß. Ja, aber der Witz ist auch nicht gewollt. Also das ist jetzt nicht, oh, wir müssen das jetzt noch machen, damit wir hier eine witzige Szene haben. Sondern das ist einfach da. Die nehmen sich nicht selber auf die Schippe damit, sondern es hat einfach einen lustigen Effekt. Das ist wahrscheinlich schon irgendwo gewollt, aber es ist nicht aufgesetzt gewollt, wie bei anderen lustigen so Action-Drama-Dingern, die sich da versuchen, ein bisschen durch das Lustigsein ein bisschen Kick zu verleihen. Also das ist einfach, das ist so ungewollt komisch vom Gefühl her. Ich sehe gerade, der junge Mann, der offensichtlich den Baby Driver spielt, den kennt man aus hier diesen Film hier, Die Bestimmung, Divergent, ja, und Insurgent. Spielt den Bruder von der Hauptdarstellerin Triss. Allegiant, wie sie alle heißen. Okay. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, unter anderem dieser Film. Ansel Elgort. Elgort. Wie spricht man den aus? Elgort? Ich würde es auch so aussprechen. Auf jeden Fall heißt er Ansel mit Vornamen. Und das ist nicht einfach so süß. Der ist aber auch ein echt guter Schauspieler. Ich glaube, das ist so ein, der ist so vom Typ her, glaube ich, ein bisschen wie so Miles Teller. Das sind so angehende Jungdarsteller, die werden, glaube ich, in 10 Jahren wirklich so à la Richard Gere und so sein. Das sind so richtige Namen, glaube ich schon. Also wenn sie dranbleiben und nicht irgendeinen Blödsinn annehmen, dann kann aus ihm auch ein ganz, ganz großer werden, glaube ich. Okay. Also ich nehme an, was ich da so raushöre, euch beiden hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe mich ja mit der Luise unterhalten. Wir saßen ja in diesem coolen Dachcafé da in Berlin und da ging es um die Sneak-Tipps und da hat sie schon gemeint, das ist bestimmt dieser Film wegen diesem Tinnitus, weil der ja einen Tinnitus hatte. Das war ja irgendwie der Tipp und nicht mein Tipp mit den dünnen Kirchen hier, den Christopher Nolan-Film. Und da hat sie schon ein bisschen drüber erzählt, dass sie den wohl ganz gut fand. Und ja, dass ich mich ärgern soll, dass ich ihn nicht gesehen habe. Stimmt das, Kate? Mhm. Ja. Okay. Dir hätte er, glaube ich, echt gut gefallen. Dann werde ich den mal irgendwie versuchen nachzuholen dann. Und wann startet der überhaupt? Ich guck mal, ihr könnt ja mal eure Wertung sagen. Ich guck mal nach, wann der anläuft. Ich bin bei 8 Punkten. Hat mir einfach gefallen. Ich bin auch bei 8,5. Ja, bin ich auch so dabei. Und was man vielleicht noch ganz kurz anmerken kann, für alle, als Tipp, die jetzt vielleicht immer noch nicht wissen, ob sie sich den wirklich angucken, der Edgar Wright, also den wir gerade eben schon angesprochen haben, der Regisseur, der hat das ganze Projekt schon seit Ewigkeiten halt auch wirklich in der Schublade, also keine Ahnung, seit bestimmt 15 Jahren. Und da solltet ihr einfach mal bei YouTube Mint Royal mit dem Song Blue Song eingeben, weil da kommt ein Musikvideo, was er gemacht hat, was komplett im Baby Driver-Stil ist. Also da sieht man halt auch einen Überfall und jemanden im Auto sitzen. Und wenn euch das gefällt, dieses Musikvideo, dann müsst ihr auf jeden Fall den Film gucken. Aha, okay. Interessant. Wenn ich das, jetzt habe ich gerade, wie hieß das? Dann werde ich das mit verlinken hier in den Shownotes. Sag's mir also nochmal ganz Band kurz. Also die Band heißt Mint Royal. Mint Royal? Ja. Und der Song heißt Blue Song. Blue Song. Hier gibt es noch Singing in the Rain, Show Me, Shake Me. Und da hat Edgar Wright halt schon die Regie geführt für das Musikvideo. Ja. Und also das gesehen, dann weiß man, was auf einen zukommt. Das sieht man hier quasi schon wirklich hier mit der... Cool. Okay, ich werde das mal mit verlinken in den Shownotes. Ich kopiere es hier erstmal in unser Dokument erstmal hier unten irgendwo rein. Schwupps. So. Und dann können wir mal weitermachen. Nämlich mit den Sneak-Tipps für die kommende Woche, also sprich für morgen, wo ich wahrscheinlich auch wieder nicht gehen werde. Aber ja... Morgen ist VfB-Trainingsauftakt. Ja, ich weiß. Da gehe ich mit den Kids da mal hin. Das ist immer schön. Kriegen sie alle Autogramme und so. wie ist denn der Tipp für morgen, Kate? Der Tipp für morgen lautet Kellerspiele. Aha. Und es wurde bis jetzt nur ein einziger Tipp abgegeben. Nicht von mir? Nein. Ich hab noch und nicht. Auch nicht von unseren typischen Tippern, sondern diesmal hat eine Ludmilla getippt. Und zwar schreibt sie Casino Undercover oder auch The House. Also wahrscheinlich gibt es da zwei Titel oder das ist der englische oder deutsche Titel. Okay. Weiß nicht. Müsste man mal schauen, um was es da geht. Sie hat leider keinen Link mit reingestellt, sondern nur Text. Vielleicht ist ja jemand von euch ganz schnell und guckt mal nach. Vielleicht hat Luise schon gesehen. Können wir erst mal... Nee, da hätte ich mich schon zu Wort gemeldet. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Okay. Kellerspiel. Ja, ich habe da, glaube ich, auch, ich habe es zwar gelesen gehabt und hatte aber nicht sofort irgendwie eine Idee, was es sein könnte. Tja. Ja, vielleicht fällt uns noch irgendwas. Nicht, dass es irgendein österreichischer Film ist, über Leute. Oh Gott, das hat der Chris in der Sneak auch gesagt. Ja, der liest den Tipp vor und sagt, vielleicht geht es ja um ein österreichisches Familiendrama. Und so, oh mein Gott, Chris, ehrlich. Da läuft ein Film an, der heißt Haus ohne Dach. Sogar ein ganz große Produktion, Warner irgendwas. Worum geht's da? Ist das der Film? Ein deutsch-irakisches Filmdrama? Nee. Ich glaube, das ist das doch nicht. Na, egal. Wir raten jetzt hier nur, brauchen nicht nebenbei im Internet lesen. Wir wissen es nicht besser. Bei den gesehenen Filmen würde ich sagen, die Luise, die hat ein paar sehr aktuelle. Dann, Luise, gebe ich dir erstmal das Wort. Mit welchen möchtest du anfangen? Mit Ich einfach unverbesserlich 3 oder mit Girls Night Out? Ich würde mit Ich einfach unverbesserlich 3 anfangen. Na dann, schieß los. Dürfen wir da jetzt eigentlich jetzt offiziell reden? Da gab es ja... Ja, na klar. Also seit Montag ganz offiziell darf man darüber reden, weil er startet ja auch schon diese Woche, am 6.7. Also pünktlich zur Ferienzeit. Kann ich gleich nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wir haben auf kinocast.net noch ein Gewinnspiel. Da gibt es coole Sachen zu gewinnen. Gibt es ein Fanpaket, besteht aus, hier hinter mir liegt ein Poster, ein Schreibset, da ist ein Lineal drin, ein kleiner Block und so. Trotz dass jetzt Ferien sind, irgendwann beginnt ja die Schule wieder, dann einen Schlüsselanhänger mit einem Minion dran und einen Kühlschrankmagnet. Und diesmal zerstückel ich das nicht so, sonst muss ich zig Briefe verschicken oder Päckchen. Das machen wir alles in eins. Also mach da mit. Eine ganz, ganz schwere Frage gilt es zu beantworten. Ja, und wie ist der Film, Luise? Also, Gru ist zurück. Und nachdem die Minions ja im Jahr, oh Gott, wann war es, 2015, ihren Solo-Film bekommen haben, den kann man jetzt, glaube ich, sogar auf Amazon sehen, steht nun wieder Gru mit seiner Familie im Vordergrund. Und in Ich einfach unverbesserlich 2 wurde Gru ja schon eine Frau an die Seite gestellt. Ich glaube, Lucy hieß sie. Und nun geht es halt einen Schritt weiter und Gru bekommt einen Zwillingsbruder, von dem er vorher nichts wusste. Und das ist jetzt aber nicht der eigentliche Plot, aber der ist schnell erzählt. Nämlich Gru lässt den Bösewicht Balthasar Pratt, der wird übrigens im Deutschen gesprochen von Joko Winterscheid, erneut entkommen und verliert daraufhin zusammen mit Lucy seinen Job als Geheimagent. Die Mädchen sind deswegen halt total in Sorge, müssen halt anfangen, ihr flauschiges Einhorn und sowas zu verkaufen oder denken, dass es der Familie halt so schlecht geht. Also eine sehr herzzerreißende Szene. Und auch unsere liebgewonnenen Minions sind komplett unzufrieden mit Gru, weil er ja nun kein Bösewicht mehr ist. Und dann lassen sie ihn halt einfach sitzen, weil sie haben halt keinen Bock mehr auf ihn. Weil sie wollen ja halt immer dem bösesten Schurken, den es auf der Welt gibt, dienen. Und das ist Gru für sie halt nicht mehr. Und er ist halt jetzt komplett am Tiefpunkt angekommen. Und dann erfährt er halt, okay, er hat einen Zwillingsbruder, dieser ist auch Bösewicht. Und naja, es kommt dann, wie es kommen muss. Beide schließen sich zusammen, aber verfolgen halt unterschiedliche Interessen. Das ist so ungefähr so der Plot, grob zusammengefasst. Und ja, dann geht es halt auch schon wirklich los ins bunte Treiben. Und es ist wie es halt typisch ist bei diesen Ich einfach unverbesserlich Filmen, es ist schon sehr, sehr witzig. Und alle, die was so für die 80er Jahre übrig haben, werden, glaube ich, hier auch komplett aufgehen. Weil dieser Bösewicht, dieser Balthasar Brett, hat halt einen Fukuhila und hat Schulterpolster und hört eigentlich die ganze Zeit einen 80er-Soundtrack, was ziemlich cool ist. Und die Minions, die wir ja wirklich so Overload hatten in ihrem Film, die haben halt wirklich nur einen Nebenplot. Und ich glaube, das sieht man halt auch schon die ganze Zeit jetzt in der Werbung. Die kommen halt irgendwie ins Gefängnis und müssen sich halt daraus befreien. Und auch die Kinder, also besonders Agnes, wer liebt sie nicht, mit ihren großen, putzigen Augen, die will halt ein Einhorn suchen. Das ist halt so ihre Nebenhandlung. Aber diese ganzen Handlungen, also die Minions, Agnes und die anderen Mädchen, als auch Gru, das ist nicht wirklich gut miteinander integriert diesmal. Und die laufen halt eher so nebenher und sind so Einzelstories, was ich halt nicht ganz so schön fand. Und dass die Minions halt wirklich ein bisschen reduzierter sind, gefällt mir sehr gut, weil es ist sonst einfach zu viel. Und es ist halt auch kein Minions-Film, weil Ich einfach unverbesserlich ist ja halt auch schon ein Familienfilm. Gerade so der erste Teil mit der ganzen Adoptionssache. Und das ist halt so herzzerreißend.
aber halt diese ganzen besonderen Momente halt fürs Herz, die Pixar, ja, in meinen Augen auch immer die ganze Emotionalität total auszeichnen, die gibt's diesmal nicht. Und das finde ich halt auch sehr schade. Aber es gibt einen richtig bösen Seitenhieb auf Pixar. Aber den sollte wahrscheinlich jeder selber entdecken, denn das ist ganz schön gemein, was da angespielt wird. Und sonst, also es passiert sehr, sehr viel wieder im Hintergrund, was gerade, denke ich mal, so für die Erwachsenen, die mit ihren Kindern ins Kino gehen, ein schöner Anreiz ist. Aber es gibt halt auch während des Films so gewisse Längen, die ja mich ein bisschen unglücklich gemacht haben, weil es hat der Film eigentlich nicht nötig, weil er halt auch wirklich richtig viel Potenzial hat. Und ja, also ich sag mal so, der Film wird sein Geld einspielen, es wird unser Sommerhit werden. Wir haben ja hier gerade die Ferien fangen an, alle werden ins Kino rennen. Ich denke mal, ihr beide bestimmt auch. Bei uns Fans, oder? Bei uns fangen noch keine Ferien an. Ja, aber ich sag mal so, wir sind ja nicht nur im Bereich Baden-Württemberg. Andere Bundesländer haben schon 2 Wochen Ferien. Ich glaube, Berlin steigt auch in 2 Wochen ein. Also von daher, es geht dann langsam los. Und die Supermärkte sind ja jetzt schon voll mit Minions-Artikeln. Das ist ja wie bei Star Wars, dass jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt Nutella-Gläser oder überall wird jetzt irgendwas Gelbes draufgedruckt und alle Bananen haben Aufkleber mit irgendwas von Minions. Also der Film wird sein Publikum finden, der Film wird sein Geld einspielen. Und ja, da wird dann wahrscheinlich keiner mehr so auf die kleinen Schwächen in der Handlung eingehen. Es wird, glaube ich, sogar einen neuen Minions-Film geben, 2020. Aber alles in allem ist es für mich der schwächste Film der Reihe. Leider. Weil ich mag eigentlich diese ganze Geschichte sehr gern. Ja, aber klingt zumindest so, als müsste man sich nicht sehr, sehr ärgern. Ist halt. Nein, also das auf gar keinen Fall. Also gerade auch so der Soundtrack mit den 80s und so, ich sag mal, Nena läuft in diesem Film und keine Ahnung was, und Michael Jackson und was noch alles. Also der Soundtrack ist super, 80er Jahre. Es gibt doch tausende Referenzen, halt auch wegen Videospielen und alles. Also 80er, ganz, ganz groß. Die Kinder kommen auf ihren Spaß, aber so im Gesamten hat es mir halt nicht so gefallen, weil die Handlungsstränge nicht miteinander zusammenpassen und manche Charaktere halt, ich meine, es ist zwar immer noch ein Zeichen- oder ein Animationsfilm, aber die werden halt auch nicht wirklich ausgebaut und man tritt ein bisschen so auf der Stelle und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, da ist viel Potenzial drin, gerade mit Gru und den Mädchen und allem drum und dran. Hm. Ja, weil du sagtest hier mit Bösewicht, du bist ja hier immer mal bei diesem anderen Podcast zu Gast hier. Machen wir eine Schnellraterunde, was ist dein liebster Film, Bösewicht? Mein liebster Filmbösewicht ist... Oder der fieseste. Gott. Der fieseste. Ich muss dich doch mal trainieren, Gott, damit du beim nächsten... Unvorbereitet. Die anderen können aber auch mitmachen. Damit du beim nächsten Mal wieder... Boah, der Imperator? Kate, du? Dolores Umbridge. Wer ist denn das? Das ist eine ganz, 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 ganz böse Frau aus Harry Potter. Ach so, kenne ich nicht. Fällt mir jetzt so spontan an, weil ich mir gestern eine Pop-Vinyl von ihr gekauft habe. Super. Cool. Nein, aber tatsächlich, ich finde, die ist einfach barbarisch. Ja. Ja. Muss nämlich die Luise ein bisschen trainieren hier, wenn sie das nächste Mal dahin geht. Na, ich habe die letzte Runde gewonnen, also. Ja, das war gut. Aber trotzdem, deine Gesamtpunktzahl, bist du irgendwo im Mittelfeld. Ich war ja auch erst 2-mal dabei. Also ich bin demnächst wieder dabei und von daher dann der nächste Sieg und dann ganz weit vorne. Das sounds like a plan. Wie heißen sie? Ach, Cinematic Smash Bros. War es, genau. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Schöne Grüße. Ja, nee, aber Minions, ja, ich werde auf jeden Fall irgendwie reingehen müssen und dann mal gucken, ob es mir gefällt. Ach, übrigens, mein Filmbösewicht wäre Kevin Spacey bei 7. Ja. Ja, Minions. Kate, für dich war's hier der neue Film? Ja. Ja, also ich habe das Problem, ich bin ja ein großer Oliver Rohrbeck-Anhänger und eigentlich muss ich dann angucken, weil er spricht den Gru und seinen Zwillingsbruder. Und, Den Dru. Und den Dru, heißt der Dru? Dru und Gru. Ganz klar. Aber das, ja, das ist, ach, das ist halt diese Verbundenheit, das ist dann dieser Zwang, ich muss es angucken, weil ich habe ja die anderen mit ihm auch schon gesehen und ja, ich werde ihn wahrscheinlich auch angucken. Jetzt mal gucken. Ach, dass sie da so einen Zwillingsbruder, ja, klar, aus dem Hut zaubern, das klingt auch sehr nach Jump the Shark irgendwie. Entschuldigung, ich habe da übrigens Jump the Shark und aus dem Hut zaubern. Es gibt die Ankündigung für einen 5. Sharknado, also bitte. Ja, na gut, das ist ja was Cooles eigentlich. Also Sharknado. Puh. Ich hab auch das Poster gesehen. Ich habe es ja bei uns geteilt in der Kinocast-Facebook-Gruppe. Mhm.
Das ist lustig. Da gucke ich mir dann lieber den dritten Ich einfach unverbesserlich an. Ich würde mir noch einen zweiten Teil von High Alarm am Müggelsee wünschen. Ja, High Alarm, der Hai kehrt zurück. Genau. Tiert's mal. Jo, was hast du denn noch gesehen, Luise? Achso, also vielleicht dann noch für die anderen zur Info. Also ich würde so lieb gemeinte gelbige 7 Punkte geben. Okay. 7 Punkte? Okay. So, und dann habe ich noch gesehen, glaube ich auch, der ist diese Woche gestartet. Und zwar Girls Night Out. Und wir waren bestimmt alle schon mal auf irgendeinem Junggesellenabschied oder hatten selber einen. Erik? Nein. Sowohl als auch nicht. Auch nicht. Was? Ich war schon mal auf einem Junggesellenabschied. Das war aber ich sehr, auch. Sehr angenehm. Ja, also der hier im Film ist nicht ganz so angenehm. Also in Girls Night Out haben wir halt vier so dieses, College. Dieses Hangover für Frauen, wo ich hier diesen unsäglichen Trailer gesehen habe. Das tust du dir freiwillig an? Es war eine Pressevorführung. Ach so, okay. Und es gab Sekt und lustige Bespaßung vorneweg. Hast man durfte bis zu 3 Freundinnen mitnehmen, also ja. Hast quasi die Kugel für einen Kinocast eingefangen. Okay. Selbstverständlich. Erzähl mal. Wir müssen ja auch Präsenz zeigen, nicht, dass wir keine Einladungen mehr bekommen. Stimmt. Okay. Genau, also es geht um die 4 College-Freundinnen Jess, Alice, Frankie und Claire. Und die treffen sich halt nach 10 Jahren mit Jess-Freundin Pippa aus Australien. Gespielt von Kate McKinn, die in, also sehr, sehr, also wir haben ihn ja in OV gesehen und dieser australische Slang, den sie halt mitbringt in diesem Film, ist unfassbar witzig und cool und ganz, ganz toll. Also OV gucken auf jeden Fall. Und zumindest treffen sie sich zu Jess Junggesellinnenabschied in Miami. Oh. Nachdem ich das gesehen habe, dachte ich, ich will meinen Junggesellinnenabschied auch irgendwann in Miami haben. Oh, Miami richtig ist cool. Ja, zumindest dort lassen sie, wie es sich gehört, halt die Sau raus. Doch alles läuft aus dem Ufer. Als sie aus Versehen den Stripper töten. Und ab dann beginnt halt eine komplett skurrile Partynacht mit ganz vielen Eskapaden. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was man halt schon im Trailer sieht. Mit diesem Trailer wird man ja im Kino schon seit Wochen zugefeuert. Und genau. Aber das ist es so im Großen und Ganzen. Und du hattest gerade schon diesen Vergleich, dass es halt einfach nur ein weibliches Hangover ist. Und das finde ich nämlich überhaupt nicht. Weil der Film hat da einen ganz anderen Ansatz und bei Hangover ist es ja halt tatsächlich so, dass die Jungs einfach den Junggesellenabschied starten und dann wachen sie auf und dann müssen sie alles rekonstruieren. Und hier erleben wir das alles live mit. Also wir sehen das dann nicht auf Bildern wie ein Hangover. Aber was ich finde, was halt diesem Film fehlt, ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal. Weil wir haben jetzt in den letzten, keine Ahnung, wie alt ist Hangover? 10 Jahre oder so? Also so knapp? Keine Ahnung. Aber halt ganz, ganz viele von diesen Partykomödien gesehen. Ob es jetzt mit Jungs ist, mit Mädels oder gemischt. Und das nutzt sich halt irgendwann ab. Und das nutzt sich leider auch in diesem Film ab, weil der halt auch einen großartigen Cast hat. Halt, wie gesagt, die schon erwähnte Kate McKinnon, aber halt auch vor allem Scarlett Johansson, die in so einer Rolle zu sehen halt auch einfach Spaß macht. Und die Mädels sind bestens aufgelegt. Also die haben richtig viel Spaß. Und das merkt man da allen am Set an. Und das rettet den Film halt auch meiner Meinung nach so ein bisschen. Weil es gibt zwar einige Wendungen, die der Trailer nicht verrät, aber so das gewisse Etwas fehlt dann doch irgendwie am Ende, was ihn halt so zu einem richtig geilen, besonderen Film macht. Also er ist nicht schlecht, aber er ist halt jetzt auch nicht so perfekt, dass man sagt, so geil, den muss ich jetzt unbedingt sehen. Es gibt halt noch so 2 Nebenplots. Einmal um das Nachbarpärchen, gespielt von Demi Moore und Ty Burrell, den man aus Modern Family kennt. Das läuft halt so ein bisschen nebenher, was sehr, sehr witzig ist. Und was auch nebenher läuft, ist halt der Junggesellenabschied der Männer, also von ihrem Verlobten. Und die sind halt entgegen aller Hangover-Manier bei einer Weinverkostung. Und finden das ganz, ganz toll, sich da von Wein überraschen zu lassen und machen da richtig einen drauf. Und sehr, sehr witzig. Und da gibt es halt, die Geschichte wird noch ein bisschen weitergesponnen, will ich jetzt aber auch gar nicht erzählen. Und das ist zu Teilen halt wirklich lustiger als der eigentliche Plot, die eigentliche Geschichte. Und das ist ein bisschen schade. Weil ich glaube, der hätte halt tatsächlich gutes Potenzial gehabt. Und der Trailer lockt einen halt auch so ein bisschen damit. Gerade halt so die Sache mit dem Stripper und allem drum und dran. Und was dann passiert. Also der hätte eine andere Wendung nehmen können, macht dann aber trotzdem nochmal einen anderen Bogen. Also ein bisschen verworren.
Aber wie gesagt, das gewisse Etwas fehlt. Es ist trotzdem ein okayer Film aus einem bekannten Genre. Und man darf halt nicht ganz so viel erwarten. Aber ich denke, bei jedem Mädelsabend wird das ein Heidenspaß und der Film kommt super gut an. Also es ist jetzt nicht eine Vollkatastrophe, aber auch leider nicht ein Mega-Hit. Aber sonst, Mädels sollten sich den auf jeden Fall angucken, weil der macht schon Spaß. Hat bestimmt der Martin schon eingeplant für sein Kino in Halle, irgend so ein Ladies Night oder sowas? Na, wenn der, ich glaube, der ist ja diese Woche gestartet. Ich denke mal, die Ladies Nights, die waren auch alle richtig gut voll. Kann er ja mal schreiben, wie gut denen ihre besucht war genau. Und wie die Mädels das so fanden. Martin, schreib das mal als Kommentar. Ah, ich weiß nicht, der Film klingt für mich auch so ein bisschen, es gab mal einen coolen Film, Very Bad Things hieß der, war irgendwie Ende der 90er. Wir hatten den gedreht gehabt, ich glaube Peter Berg, also der ja auch zum Beispiel zuletzt Deepwater Horizon gedreht hatte. Da spielt Christian Slater die Hauptrolle und der Regisseur von Iron Man, Jon Favreau, spielt mit als Schauspieler und Cameron Diaz hat auch noch eine Rolle. Und die bringen auszusehen eine Frau um. Ist aber, glaube ich, keine Stripperin, sondern irgendwie eine Prostituierte oder sowas. Und das aber in Las Vegas. Ja, und dann geht das los. Aber das ist eher so nicht jugendfrei, also was dann so alles passiert. Ich glaube, der Film ist auch ab 18 erst freigegeben in Deutschland. Macht aber auch einen Heidenspaß. Ganz viel düsterer Humor. Aber der klingt, der, den du jetzt gesehen hast, der Girls Night Out, der klingt eher so massenkompatibel. Ja, absolut. Also der bedient sich halt auch bei wirklich diesen ganzen bekannten Sachen. Also man sieht schon viele Elemente und das hat man hier und da schon mal gesehen. Aber wie gesagt, das soll das jetzt gar nicht so schmälern. Also der ist witzig, der macht Spaß, aber man sollte halt besonders nach dem Trailer mit nicht so vielen Erwartungen dann reingehen, sondern das einfach so auf sich zukommen lassen. Aber das erfindet halt das Rad auch nicht neu. Und ja, es ist ein guter Film mit einem sehr guten Nebenplot, das muss man sagen. Cool. Kate, ist was für dich? Nö. Vielleicht, nö, vielleicht gar nicht. Mal nett. Nee, ich war mal, wir hatten, wo habe ich denn den gesehen? Ich hatte einmal auch so was mit so lauter Mädels auf so einem Hochzeitsgedöns. Das war dieses mit Melissa McCarthy und so. Brautalarm? Seitdem habe ich ein Trauma. Furchtbar. Und deswegen, also alle Filme, die irgendwas mit wir heiraten bald und wir machen jetzt einen Abend nur für Mädels oder nur für Jungs, das, ich habe ein Trauma. Nee. Also wenn jetzt irgendeine Freundin daherst kommt und sagt, oh, gehst du mit mir rein, komm, wir gehen vorher was trinken oder was essen oder so, dann würde ich sagen, ja gut, klar, für Mädchen, eine Freundin reingehen, auf jeden Fall. Aber ich, also ich würde das nicht anstoßen und sagen, komm, wir gehen in den Film. In der Sneak hätte ich den genommen. Ja, wahrscheinlich, am ehesten. Ja. Aber nee. Also ich schreibe jetzt nicht meinen Freundinnen, komm, wir gehen unbedingt in diesen Film. Das wird nicht vorkommen. Ja. Wenn ich gefragt werde, ja, aber ansonsten nein. Okay. Ja, das ist Punkt, okay, aber ich glaube auch Brautalarm war auch sehr viel vulgärer und dann gerade so Pipi-Kaka-mäßig ganz vorne mit dabei. Furchtbar. Also das ist der Film nicht und ja, das ist der Film nicht, Punkt. Dann ist gut. Naja, punktemäßig bei dir? Punktemäßig würde ich auch Mädelsabend 7 Punkte. Okay. Ah ja, dann bin ich ja jetzt dran. Ha. Ich habe 2 Filme tatsächlich geguckt. Ich dachte eigentlich nur einer. Aber dann ist mir vorhin bei deiner Erzählung mit Animationsfilmen ist mir irgendwie eingefallen, dass ich doch noch einen gesehen habe, nämlich auf Sky. Aber ich fange erstmal mit Fast and Furious Teil 8 an. Ich mache es kurz. Hat mir nicht gefallen. Ich habe den auch nur geguckt, um irgendwie der Zeit zu überbrücken da im Flugzeug und ich kann gar nicht mehr genau nachvollziehen, worum es da jetzt eigentlich, was da nur der eigentliche völlig banale Aufhänger war, warum die nun wieder mit ihren Autos da durch die Gegend fahren und fliegen und crashen und sonst was alles. Aber irgendwie war es so, dass Vin Diesel, dem seine Familie wurde irgendwie entführt von der bösen Charlize Theron. Das ist eine Cyberterroristin nämlich und die ja, will irgendwie die ganze Welt unterjochen und da fehlen noch ein paar Teile und die besorgt sie sich dann nach und nach so ein EMP-Device zum Beispiel, um irgendwelche elektronischen Geräte auszuschalten und bis hin zu dem, wie heißt das, den Football, also den, wo der Präsident seine Atomcodes aufbewahrt und wo der rote Knopf ist, ne, und sowas. Ganz, ganz schlimme Person, ja, und die hat natürlich Vin Diesel in der Hand und ja, also spielen auf jeden Fall alle mit, die man so kennt. Also hier Dwayne The Rock Johnson ist mit dabei und ach, die,
ganze Truppe, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell hat auch eine Rolle. Und jede Menge kaputte Autos und Crashs und irgendwie ganz, ganz, gibt's riesen Crashs, tausende von Autos ineinander und ich weiß nicht, das ist einfach Carporn, also das ist nichts für mich. Also irgendwie der erste Teil, den wir damals in der Sneak hatten, der hatte noch sowas wie eine Story und die war auch irgendwie halbwegs glaubwürdig. Halbwegs sage ich ganz bewusst. Der zweite Teil, der spielte irgendwie noch in Miami, hat mich deswegen noch ein bisschen interessiert. Und irgendwie der letzte Teil, den ich gesehen habe, der siebte war das, glaube ich, das war ja dieser Abschiedsfilm an Paul Walker. Den fand ich sehr gut, weil der auch gut geschrieben war und weil das so ein richtiger, ja eben schöner Abschiedsfilm war, wo er noch ein paar gute Szenen bekommen hatte. Aber der, das ist jetzt wieder voll, ja, sie sind einen Schritt nach vorne gegangen und jetzt wieder drei zurück. Also das ist einfach sinnlose Action. Nichts für mich. Also es mag da eine Zielgruppe geben. Es gibt ja auch welche, die dann, also sich in der Stadt irgendwelche illegalen Rennen fahren hier und fahren irgendwelche unbeteiligten Passanten um oder sowas. Das ist bestimmt die Zielgruppe für so einen Film oder welche, die auf solche Tuner-Treffen gehen oder irgend sowas, Viertelmeile fahren. Aber ansonsten, nee. Hat ihn von euch schon mal jemand gesehen? Der ist jetzt schon eine Weile durch. Mm-mm. Nee. Ich habe nach Tokyo Drift aufgehört. Ich musste mal wahrscheinlich sehen, ich habe noch nicht einen von den Fast and the Furious Filmen gesehen. Nee, dann guck mal den ersten wenigstens. Der ist wirklich gut, der erste ist echt gut. Ja, den hatten wir damals auch in der Sneak Preview in Gera. Nee, aber ansonsten, also, es waren zwar ein paar nette Szenen drin, da gibt es eine coole Szene, da sind die in so einem Flugzeug und der hat ja, die Charlize Theron hat ja die Familie entführt und da ist so ein kleines Kind, Kleinkind, Baby, nicht mehr Baby, Kleinkind. Und da tut Jason Statham dann das Baby in so eine Babyschale und weil er jetzt gleich die Bösen vermöbeln, weil das ein bisschen laut werden könnte, setzt er dem Baby so Kopfhörer auf, da läuft irgendwie Chipmunks oder so, das hörst du halt so fast ein bisschen Baby-Driver-mäßig hier. Und dann dreht er immer diese Babyschale immer in die andere Richtung, dass das Kind nicht sieht, wie er gerade irgendwelchen Leuten da die Zähne ausschlägt oder so. Das ist eine geile. Aber ansonsten, das geht auch irgendwie 2 Stunden oder so. Nee, nichts für mich. Also, ich bringe jetzt bestimmt viele Fans des Films gegen mich auf, aber das ist halt so, hat mir nicht gefallen, ist nicht mein Ding. Und ebenso nicht gefallen hat mir Ice Age 5, war das, glaube ich, den ich gesehen habe. War es die 5, ja. Das ist der, wo dieser Meteorit auf die Erde fällt. Irgendwie, es war mir einfach so zusammenhanglos, diese Geschichten. Und wirklich so von den Geschichten, die da erzählt werden, sowas von banal und das Einzige, was noch ein bisschen witzig war, war eben dieses, was ist das für ein Tier mit seiner Haselnuss da, mit seiner Eichel? Ja, was ist das für ein Tier? Faultier, oder? Ist das ein Faultier? Das ist kein Faultier. Nee, was ist das? Das ist ein Urzeithörnchen. Okay, alle wissen, wer gemeint ist. Ach so, nee, das andere Vieh, was von Otto gesprochen wird, das ist aber ein Faultier. Das ist ein Faultier, ja. Ja. Ja, stimmt, aber dieses komische Eichhörnchen, ja. Das war alles irgendwie so zusammenhanglos und so blöde, also das war nichts für mich. Ach so, übrigens hier, also Fast and Furious fällt mir gerade ein. Gott, da gibt's so, ich meine, es gibt ja nun viele Filme, die in Berlin gedreht werden und das ist ja auch, wird ja relativ gut ermöglicht, denn Berlin ist ja immer sehr klamm, was die finanziellen Mittel angeht und wenn da irgendwie eine Produktionsfirma kommt, die wollen da was drehen, das nehmen die dann immer gern dankend an und lassen sich das auch gut bezahlen. Und dieser Film, der gibt zwar vor, die eine Szene soll in Berlin spielen, aber das ist überhaupt nicht Berlin, das siehst du an keiner Ecke irgendwie. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, da irgendwie vielleicht mal per CGI irgendwie mal wenigstens einen Fernsehturm in diese amerikanische Landschaft reinzufriemeln. Nee, nix. Also du siehst genau, das ist Amerika, da fahren irgendwelche amerikanischen Polizeiautos, die Polizisten haben alle irgendwie Police oder irgendwas auf ihren Dingern stehen. Also und die ganze Landschaft, das mit diesen ganzen Silos, das ist nicht Berlin und so. Und das war so voll mit irgendwelchen Fehlern, ey. Ganz schlimm. Boah, ganz schlimm. Ja. Aber Ice Age 5. Das sollte bestimmt das Berlin in den USA sein. Du hast da was verwechselt. Naja. Nee, aber Ice Age 5, habe ich zwar hier irgendwie der Kleine hat irgendwie mitgeguckt gehabt, weil es lief irgendwie beim Durchzappen, fing das an. Und dachte ich, naja, vielleicht fällt ihm das. Er hat es auch irgendwie erkannt, obwohl er irgendwie, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich ihm schon mal Ice Age überhaupt gezeigt hatte oder so, ob es schon mal gesehen. Er wusste irgendwie gleich, dass es Ice Age ist. Das ist schön
wiedererkennenswert für Kinder, aber selbst er hat dann irgendwann nach einer halben Stunde, hat es ihm irgendwie nicht mehr gefallen, also hochgegangen, hat Playmobil gespielt. Also das war wirklich so zusammenhanglos, so die Szenen aneinandergereiht. Dann hast du immer mal das Scrat hier gehabt mit seiner Eichel und dann war noch irgendwas anderes und nee, nicht so empfehlenswert. Also ich glaube, wenn das so weitergeht mit der Reihe, dann wird die sich irgendwann totlaufen. Ja, das waren meine zwei Filme. Hat nicht so lange gedauert, die Vorstellung. Und was gibt's für Punkte? Punkte, Fast and Furious 8 gibt von mir 3 Punkte, Ice Age 5 gibt 5 Punkte. Heißt aber nicht, dass Ice Age 6 automatisch 6 Punkte kriegt. Falls das kommt. So. Fast and Furious hat ja auch nicht 8 Punkte bekommen. Stimmt. Ja, weil wir mit einer anderen Software aufnehmen, kann ich jetzt nicht hier den Einspieler machen. Jetzt geht es mal um die Filmcharts hier in Stuttgart. Sieht wie folgt aus. Auf Platz Nummer 10. Du neben mir. Eine Liebesgeschichte. Overdrive auf Platz 9 mit Scott Eastwood. Auf Platz 8 All Eyes on Me mit über Tupac Shakur. Platz 7 Monsieur Pierre geht online. Platz 6 ist Girls Night Out. Das wird da bestimmt noch ein bisschen steigen. Jetzt nach dem Wochenende. Platz 5 ist Die Mumie. Platz 4 Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Platz 3 Baywatch. Platz 2 nur noch Wonder Woman. Und Platz 1 Transformers The Last Night. Oh. Okay. Noch einer. Ja, gut. Das ist, ich glaube aber, das, ach nee, das ja, könnte auch so die Zielgruppe für Fast and Furious sein, die so riesen Blech-Ungetüme angucken, die sich da... Leider ja. Ja. Aber solange es seine Zielgruppe findet und die Leute ins Kino gehen, warum nicht? Diese Woche starten hier bei uns in Stuttgart folgende Filme. Der Topstart, Luisa hat es schon vorgestellt, Ich einfach unverbesserlich 3. Dann startet noch ein Film, den wir in der Sneak Preview hatten, nämlich Die Erfindung der Wahrheit. Oh. Englischer Originaltitel, glaube ich, Miss Sloan. Mit Jessica Chastain als Lobbyistin. Ein sehr guter, verzwickter Thriller. Ja, Mark Strong spielt auch noch mit. Wirklich sehr überzeugend. Also wer ja, nicht unbedingt in Ich einfach und verbesserlich reingehen will, sondern wirklich einen spannenden ja, Polit-Thriller sehen möchte, der soll sich das mal angucken. Also wer zum Beispiel auf House of Cards oder sowas steht, der kann unbedingt mal Die Erfindung der Wahrheit angucken. Es startet auch noch die Verfilmung eines bekannten Buches, nämlich Das Pubertier, der Film von Leander Hausmann mit Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch und Detlef Buck. Da habe ich heute den Trailer zugesehen und ich habe mich bekugelt vor Lachen. Ja, soll ziemlich gut sein. Der, also wenn der, das wäre mal ein deutscher Film, der mich interessiert, muss ich echt sagen. Der Trailer macht Spaß. Ich hab mich ja im November mit dem Herrn Koch von Konstantin Film unterhalten. Die haben den ja produziert gehabt und da hat er mir das schon gesagt, dass der kommen wird und hat wohl gemeint, das wäre dann wohl auch was für mich, weil ich ja eine Tochter zu Hause habe, die dann bald in das Alter kommt. Ne? Und dann sollte ich doch unbedingt diesen Film mal gucken. Bildungskino also. Ja, genau. Es startet auch noch ein Film, den wir irgendwie etliche Male getippt hatten für die Sneak, der aber bei uns in der Sneak, glaube ich, meines Wissens nicht lief, nämlich Small Town Killers. Über eine Komödie aus Dänemark über zwei unzufriedene Männer, die einen russischen Profikiller anheuern, um ihre Ehefrauen ermorden zu lassen. Dann läuft noch an Ihre beste Stunde, Drehbuch einer Heldin. Den hatten auch einige andere in der Sneak gehabt. Das ist eine britische Komödie mit Gemma Arterton als Drehbuchautorin, die während des Zweiten Weltkrieges einen Propagandafilm dreht und dabei ihre große Liebe findet. Eine Manga-Verfilmung kommt ins Kino, nämlich Tokyo Ghoul. Seine Live-Action-Verfilmung des Manga-Hits von Sui Ishida über ein modernes Tokio, in dem normale Menschen und fleischfressende Ghouls zusammenleben. Es startet auch noch der Duellist, den hatten die Leinwandperlen in der Sneak Preview, ein sehr langweiliges russisches Drama über einen Typen, der sich quasi für Duelle anheuern lässt von anderen Leuten und genau, ich glaube, sind wir ganz froh, dass wir den umgangen haben in der Sneak Preview. Immigration Game, das war der, den wir getippt hatten, auch mal in der Sneak für die Sneak Preview, aber der kam ja dann nicht, ne? Oder? Der lief in der B-Sneak. Ach, der lief in der B-Sneak, genau. Mhm. Wo sich quasi Flüchtlinge, die in ein Land einreisen wollen,
Die müssen quasi in so einer Art Battle Royale sich gegenseitig bekämpfen und die, die irgendwie überleben, die kriegen die Einreise oder so. Ja, war doch irgendwie von einem bekannten Produzenten, ne, wenn ich mich recht erinnere. Weiß ich nicht mehr. Ein Chanson für dich ist ein Drama um die vergessene Sängerin Liliane, gespielt von Isabelle Huppert, die sich von einem jungen Liebhaber dazu überreden lässt, ein Comeback im Showbusiness zu wagen. Dann läuft noch an Casino Undercover, den hat jetzt ja für die Sneak jemand getippt. Eine Komödie um eine Familie, die ein illegales Casino im Keller ihres Hauses eröffnet, um die Tochter aufs College schicken zu können. Ja, Kellerspiele, das kann doch echt passen. Ich sehe das. Mit Will Ferrell und Amy Poehler, den will ich sehen. Oh, scheiße. Ja, dann muss morgen kommen. Wenn er wirklich kommt, dann ärgerst dich. Ich schau mal. Das soll ja irgendwie von 18 bis 19 Uhr gehen. Meistens geht sowas ein bisschen länger. Ja, vielleicht schaffe ich es. Downhill läuft noch an. Ein, ich glaube, spanischer, trashiger Found-Footage-Horrorfilm, chilenischen Regisseurs Patricio Valladares über ein paar von BMX-Profis, die im Wald auf einen grausamen Kult stoßen. Huh. So, das war's. Oh, startet ziemlich viel. Man merkt, dass irgendwo die Ferien anfangen. Ja, reizt euch davon irgendwas? Oh, alle geschockt. Oh, hätte ich vielleicht mal zuhören sollen, was er gerne vielleicht. Oder jetzt dieser chilenische Found-Footage. Ja, Puppertier, aber sonst interessiert mich jetzt. Die anderen habe ich ja, die gut sind, habe ich ja schon gesehen. Zum Beispiel Die Erfindung der Wahrheit. Okay. Na wunderbar. Ich habe eine Serie geguckt, nämlich auf Netflix. Für Fortsetzung folgt, habe ich die geschaut. Und zwar habe ich, als ich mit der Luise auf dieser Dachterrasse saß, auf dieser schönen, wie ist das, Haus 5 oder so ähnlich, ne, wie? Deck 5. Deck 5. Ja, auf Deck 5, als wir auf Deck 5 waren. Wer das nicht kennt in Berlin, das ist die In-Location, da muss man jetzt hin. Schönhauser Allee-Arkaden. Ja, vielleicht sollten wir unsere Geheimtipps hier nicht so breit treten oder so. Ach, das kennt doch schon jeder. Das kennt jeder, na, siehst du. Aber war echt cool, da waren wir schön über den Dächern von Paris, hätte ich beinahe gesagt, von Berlin und gab's lecker Pulled Pork Burger und trinken und so, Wetter war auch schön. Da hatte mir die Luise gesagt, oder sie hatte mich gefragt, was hast du denn geguckt, alles für Fortsetzung folgt. Dann habe ich gesagt, ich habe Atlanta geguckt, das fand ich gut. Ich habe diesen News hier, Great News geguckt, fand ich nicht so gut. Und an Glow habe ich mich überhaupt nicht rangetraut, weil da habe ich irgendwas von Frauenwrestling und auf 80er Jahre gemacht und so. Da habe ich gesagt, ich versuche das irgendwie zu vermeiden. Ich gucke dann irgendwie vor der Sendung mal schnell die erste Folge, damit ich wenigstens ein bisschen was erzählen kann. Es kam dann doch noch ein bisschen anders. Ich habe dann nämlich mir im Hotel aufs Tablet Netflix hier die Sachen runtergeladen und ich hatte dann blöderweise nämlich ziemlich einen Aufenthalt am Flughafen, weil mein Flugverspätung hatte und habe dann angefangen, das zu gucken und es hat mich extrem begeistert. Also es hat mich noch nicht wahnsinnig begeistert bei der ersten Folge, aber dann so zweite, dritte und so weiter. Immer mehr. Wer Netflix hat, kann da unbedingt mal reingucken. Und es ist nicht so, wie ich es jetzt so zusammengefasst habe, ja, Frauenwrestling in den 80ern, klar, es hat irgendwas damit zu tun. Es geht aber eher um das Beziehungsgeflecht zwischen den Frauen und dass die Frauen ganz einfach alle ihre eigene Geschichte mitbringen. Da bringt jeder so sein Päckchen an Problemen mit sich. Jeder hat so eine Hintergrundgeschichte, die auch wirklich sehr gut dargestellt wird. Jede Person wird gut eingeführt. Da gibt es jetzt nicht so den einen Loser irgendwie, den es so in jeder Serie irgendwie gibt. Da gibt es ja immer diese üblichen Konstellationen. Ja, da gibt es irgendwie einen Loser, eine dicke Person, einen was weiß ich nicht. Sondern hier sind eigentlich alle ungefähr gleichwertig. Aber jeder hat natürlich so sein eigenes. Da gibt es halt eine, die hat schon mal im Filmbusiness gearbeitet, die hat da schon ein bisschen Erfahrung. Dann gibt es eine, die kommt wirklich aus der Gosse und da gibt es eine, die hat schon mal oder ihre Brüder sind im Wrestling-Geschäft und so. Und man sieht eigentlich von dem eigentlichen Wrestling jetzt gar nicht so viel. Also es ist jetzt, sind vielleicht ein, zwei Kämpfe. Es geht halt wirklich eher darum, wie die sich so zusammen raufen, diese Truppe. Und vor allem, die haben ja so einen ganz kuriosen Manager, den sie bekommen haben. Es fängt eigentlich damit an, dass eine junge Frau, die ist bei einem Vorsprechen, wird dort nicht genommen und wir erfahren, dass es schon das 96. Vorsprechen ist, was sie hat, wo sie nicht genommen wird und sie kriegt auch immer nur so stereotype Frauenbilderrollen,
mit irgendwelchen, ja, wo sie irgendwelche Sekretärinnen spielen soll, die irgendwie nur einen Satz haben. Und jedenfalls, sie fragt dann ihre Agentin, sag mal, kannst du mir nicht mal irgendwas anderes besorgen? Sagen, ja, ich könnte höchstens noch Porno besorgen, aber das will sie dann auch nicht. Und dann bekommt sie halt einen Anruf, hier, da ist was, da will einer eine etwas abgefahrene Serie drehen, hört ihr das mal an. Und das ist dann eben dieser dubiose Produzent, der eben diese Wrestling-Serie produzieren möchte und muss auch noch Geld bekommen von einem Produzenten. Und was jetzt alles vielleicht doch ein bisschen tröge klingt, das hat viel, viel Witz, viel Drama. Es gibt manche Szenen, die sind wirklich extrem witzig. Es gibt manche, die sind sehr dramatisch. Aber insgesamt schlägt so das Pendel irgendwie so mal ein bisschen in alle möglichen Richtungen aus und ich fand das echt gut. Also, und Kate, hast du es schon durchgeguckt? Du guckst doch mal alles gleich. Nein, ich habe noch nicht mal angefangen. Ach so. Okay. Aber tatsächlich, ich möchte gerne, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bin immer noch total angefixt von einer anderen Serie, die halt irgendwie 5 Staffeln hat. Da bin ich einfach noch nicht so weit. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal reinschauen und die andere Serie pausieren lassen. Ja, es ist angenehm, dass die Folgen immer nur so eine halbe Stunde gehen, glaube ich. Also es ist nicht so ein Stundending, wie es häufig bei Netflix ist. Und sind sehr kurzweilig und sind, glaube ich, 10 Folgen, oder? 10? Sind es 10? Ich glaube, es sind 10, ja. Ja. Also ich habe dann jedenfalls in der Wartezeit habe ich irgendwie so, glaube ich, die Hälfte geguckt gehabt und dann irgendwie im Flugzeug noch und irgendwie dann zu Hause noch die restlichen 2, ja. Echt cool. Tolle Serie. Ich habe dann zwar immer ein bisschen geguckt, wer da mit auf meinen Bildschirm spickelt oder so, weil wenn da irgendwelche Frauentrainingsszenen gezeigt werden, das war ja nicht ganz so nicht ganz so safe for work hier, soll ich sagen. Ja, aber da ist Game of Thrones oder Californication oder sowas, da gibt es üblere Sachen. Ja, also Glow für mich sehr empfehlenswert. Ich freue mich da drauf, wenn es dann irgendwann weitergeht. Es geht hoffentlich weiter. Bin mal gespannt, ob vielleicht jemand in den Kommentaren schreibt, der den Film auch schon gesehen hat. Jo. Wir haben jetzt leider keinen Einspieler, Kate. Wir kommen zu deinem Filmrätsel und zu den restlichen allgemeinen Themen. Filmrätsel. Filmrätsel hat natürlich wieder jemand aufgelöst, selbstverständlich. Und zwar sowohl der Rainer, der diesmal schneller war als der Thomas, sind aber beide richtig. Ich hatte letzte Woche den Film Killer Beach und ich habe diesen Film sogar gesehen. Wow. Und er war ganz, ganz, ganz schrecklich. Er war richtig schlecht, aber okay. Extrem lustig. Ja, da geht es darum, das sind so ein paar Jugendliche, die machen halt am Strand eine Party und irgendwann schleppen sie so ein riesen Ding an, was Schleimiges. Und am nächsten Morgen wacht das Mädchen, eins und Mädchen, so ein Wachturm wie heißen die? Baywatch-Typen da auf. Bademeister. Und ja, genau. Und wacht halt auf und guckt sich so um und irgendwie findet sie alles ein bisschen seltsam, weil irgendwie nur ihre Freunde, die im Auto gepennt haben und eine liegt noch auf dem Tisch und irgendwie alle anderen sind irgendwie weg und sie hat aber gedacht, dass die doch gestern alle irgendwie zusammen gepennt haben. Ja, und dann kommt halt relativ schnell raus, wenn man den Sand betritt, dann frisst der Sand dich auf. Du kannst ja nicht mehr aufstehen. Also wenn du einen Fuß reingesetzt hast, dann klebst du quasi auf dem Sand und der Sand löst dich dann nach und nach auf. Das ist echt eklig gewesen und sehr abstrus und sehr lustig. Aber das kann. Wie lange dauert das denn, bis der Sand dich hat? Ja, sofort. Also sobald man auf dem Sand draufsteht, geht und dann mehr. Wirst du auch gleich aufgelöst. Dann wirst du auch da fängt es sich an aufzulösen. Also es gibt dann einen, der fällt hin, ja, und liegt dann quasi mit dem Gesicht auf dem Sand, auf der einen Gesichtshälfte. Und dann will er das so anheben, den Kopf, und dann zieht es halt so richtige blutverschmierte Schleimfäden und dann hat sich halt die halbe Gesichtshälfte schon aufgelöst. Es ist sehr bildgewaltig und sehr lustig und sehr abstrus. Klingt so, als muss ich mir den mal angucken. Ich fand den Tipp super gut. Es gab davor kam, also vor Killer Beach kam noch irgendein anderer Film, der so ähnlich hieß, der eine quasi eine ähnliche Thematik, nur nicht am Strand hatte. Aber ich habe vergessen, wie der hieß.
Auch irgendwas mit Killer. Ja, es gab Killerrasen. Es gab doch hier im Land der Raketenwürmer. Da war er auch, durfte sie nicht auf den Sand treten, weil da immer von unten diese Würmer kamen. Nee, also da ist es, hat sich quasi wahrscheinlich dieses Schleimmonster, dieses Ei, was sie da gefunden haben, ist wahrscheinlich aufgebrochen, hat sich in den Sand reingewühlt und den ganzen Sand infiltriert, wow, oder so. Keine Ahnung. Es war sehr abstrus. Ich seh gerade meinen. Ich sag nicht, wie er ausgeht. Ich sehe gerade, meinen Film hat ja überhaupt keiner erraten hier und da hat sich noch nicht mal jemand dran versucht. Mm-mm. Aber dann stelle ich es jetzt mal zu euch hier, das Rätsel. Also es ist ein bekannter Film. Ich lese nochmal vor. Muttermal heißt die Überschrift. Ein reicher Dandy wacht aus einem unruhigen Schlaf auf. Neben ihm liegt eine Frau. Ihr Gesicht ist noch unter dem Bettlaken verborgen. Als der Mann auf ihrem nackten Körper einen Leberfleck entdeckt, weiß er, dass er einen Riesenfehler gemacht hat. Habt ihr irgendwelche Ideen? Nee. Mir kommt die Szene, also diese Beschreibung kommt mir total bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Ich habe die ganze Woche drüber nachgedacht. Hier ist noch ein bisschen weiter ausgeführt, vielleicht kommt er dann drauf. Der reiche Dandy kennt zwei Frauen, seine wahre Liebe und eine eifersüchtige, attraktive Blondine. Als der Mann die Bösartigkeit der Blondine realisiert, wird er in seinem Rausch so wütend, dass er sie mit einem Kissen erstickt. Doch am nächsten Morgen erkennt er an dem Leberfleck, dass er in Wirklichkeit seine wahre Liebe ermordet hat. Klingelt's jetzt? Mm-mm. Nee. Okay, ist aus Vanilla Sky. Der selbstsüchtige Held erwirkt in Panik das blonde Model Julie Gianni, gespielt von Cameron Diaz. Doch dann bemerkt er mit Schrecken, dass er stattdessen seine Traumfrau Sofia Serrano getötet hat. Ist es Wahrheit oder Traum? Und zielen die dunklen Machenschaften nur darauf ab, David vom Thron seiner Firma stürzen zu wollen? Der Film lässt bewusst viele Interpretationen zu. So, also es sind ja lauter große Filme hier, aber das keiner. Vanilla Sky fand ich so. Habe ich mir sogar damals den Originalfilm gekauft. Also von Vanilla Sky gab es ja ein ursprüngliches spanisches Original mit Penelope Cruz. Der heißt Abre los ojos, öffne die Augen. Okay. Genau, der war auch ziemlich gut. Also kann man schön die Parallelen sehen zu Vanilla Sky. Schönes Remake, aber Vanilla Sky hat gut funktioniert. Jo, Kate, dein neues Filmrätsel mit einem Film des vergangenen Fernsehwochenendes. Ja. Leg los. Ein sauberes amerikanisches Städtchen der 50er Jahre. Hier leben brave Familien und herausgeputzte Kinder, Frauen hinterm Herd und arbeitende Väter. Und mittendrin das Grauen. Klingt interessant. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich habe auch noch einen. Aber meine sind immer so schwierig. Mal gucken, wer das mal. Einmal hat es irgendjemand rausgekriegt. Ich gebe auch noch einen Tipp dazu. Also, die Überschrift heißt Erschieß mich. Sieht fast so aus wie das hier bei YouTube irgendwie. Haben sich da irgendwie, einer wollte ein Buch hinhalten und so, seine Freundin sollte ihn erschießen, ne, für so einen YouTube-Clip. Ne. Der Soldat gibt dem General eine Pistole und bittet den General, auf ihn zu schießen. Dieser feuert und der Soldat fällt sofort tot um. Das ist die Geschichte. Ist ein sehr alter Film, muss ich dazu sagen. Mhm. Also ist über 50 Jahre alt, auf jeden Fall. Ja. Aber dürfte man kennen. Also ich glaube, den hat jeder mal gesehen. Okay, bin ich ja mal gespannt, wer das rauskriegt. Schreibt es in die Kommentare rein. Und apropos Kommentare, können wir gleich mal gucken. Alter Rainer hatte nur Killer Beach aufgelöst. Der Super Goofy hatte gefragt, wann der Chris mal wieder vorbeikommt. Ich hatte auch geantwortet. Okay, du kannst es ja nochmal bestätigen oder korrigieren oder vielleicht hast du nähere Informationen, wann er wieder da sein wird. Ja, gute Frage. Es ist momentan immer noch sehr viel Klausuren. Nächste Woche sind dann mündliche Prüfungen. Das ist alles noch ein bisschen. Die Notenkonferenzen fangen an. Die neue Schule möchte ja auch, dass er da kommt. Und ist alles ein bisschen schwierig und alles gerade sehr zeitintensiv. Deswegen, ja, ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja. Würde man sagen, aber ich denke mal, spätestens wenn dann die Ferien an sind, kommt er bestimmt mal wieder. Ja, na, da bin ich aber nicht da, glaube ich. Ja, aber dann. Aber es kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Du bist ja nicht 6 Wochen in den Ferien. Na, wer weiß. Nee, Quatsch. so lange habe ich keinen Urlaub. Ja, der Thomas hat auch Killer Beach aufgelöst und er guckt zurzeit Doctor Who Staffel 10
hoffe Chris und Erik auch. Für Chris kann ich nicht sprechen, ich gucke es nicht, weil ich muss erstmal noch die anderen nachgucken. Und nachdem Amazon damals mich rüde unterbrochen hat, in meinem Binge-Watching, weil sie dann irgendwie plötzlich dann doch nicht mehr die Sachen verfügbar hatten, das war halt ein bisschen blöd, dann wusste ich nicht mehr so recht, wo ich zuletzt war. Und hat mich etwas, habe ich etwas resigniert. Vielleicht nehme ich das irgendwann nochmal in Angriff. Mal gucken. Die Steff hat noch gesagt, ja, das war doch die B28 von Tübingen nach Reutlingen. Sie hat gesehen in der Sneak Preview das unerwartete Glück der Familie Payang. Und Anfang dachte sie, dass es vielleicht ganz witzig werden könnte, aber es wurde immer chaotischer und blöder. Sie hat sie am Ende nur noch genervt. Und sie gibt 3 von 10 Geheimsprachen aus der Kindheit. Das ist ja ganz schön schlecht. Ich habe hier gerade noch was gesehen. Und zwar der Thomas hat auch noch geschrieben, dass er The Ranch guckt. Allerdings schreibt er hier Staffel 3. Das ist absolut falsch. Weil es ist weder Staffel 2 noch Staffel 3. Es ist der zweite Teil der ersten Staffel. Okay. Die erste Staffel The Ranch hat quasi eine Winterpause gehabt, wie es ganz gern bei so kleinen Serien gemacht wird. Und die zweite Teil der ersten Staffel wurde jetzt rausgehauen. Das ist, also der Chris dachte, es ist Staffel 2, aber da habe ich ihn auch schon korrigiert und es ist sicher auch nicht Staffel 3, Thomas, da muss ich dich leider korrigieren. Es heißt der zweite Teil Part 3, glaube ich, sehe ich hier. Part 3 heißt, ich habe gerade mal gesehen. Ja, vielleicht ist es, es ist nochmal ein Teil rausgehauen, aber es ist tatsächlich alles wohl eine Staffel, wie ich gelesen habe. Okay, ich habe jetzt gerade mal, okay, wir haben nämlich noch einen Kommentar. Und zwar, wir hatten letztens das Gewinnspiel gehabt mit Morris aus Amerika und da habe ich mit reingeschrieben in den Brief, dass, wenn die Leute das geschaut haben, dass sie vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben. Und das hat die Doris gemacht. Sie schreibt, ich habe die DVD gewonnen, herzlichen Dank dafür. Gestern Abend habe ich mir den Film angeschaut und war positiv überrascht. Es geht um die erste Liebe unter erschwerten Bedingungen. Es ist Drama und Komödie zugleich. Sehr einfühlsam, tolle Schauspieler. Mir hat der Film sehr gut gefallen und ich kann ihn empfehlen. Ja, ist doch schön. Hat sie unter das Gewinnspiel Morris aus Amerika als Kommentar geschrieben. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Vielleicht kriegen wir dann noch weitere Kommentare von den anderen Gewinnern. Gucken wir mal. So, wir haben noch ein Thema hier drin stehen. Oh, eigentlich haben wir noch 2 Themen drin stehen. Das eine ist aber jetzt erst dazugekommen hier. Aber egal. Ist mir noch spontan eingefallen. Kein Thema. Du warst auf der Comic-Con. Exakt. Hier in Stuttgart. Berichte mal. Jetzt am Wochenende war wieder in Stuttgart die Comic-Con. Wir hatten wieder Tickets für den Samstag. Also man kann ja auch an beiden Tagen gehen, aber es ist das zweite Mal, dass wir gegangen sind, was auch erst die zweite Veranstaltung war. Aber uns reicht eigentlich in der Regel ein Tag und wir sind auch nicht immer ganz bis zum Ende da, weil es ist immer relativ anstrengend, es ist viel Laufen, weil man läuft dann doch die Gänge mehrfach ab und steht dann doch mal da und schaut sich das an und läuft dann doch nochmal zu den Star-Wars-Artikeln und so. Deswegen reicht uns in der Regel ein Tag. Es war wieder eine lustige und bunte Veranstaltung mit wunderbaren Cosplay-Kostümen, die mal qualitativ extrem hochwertig waren. Da sieht man natürlich, dass es Leute sind, die machen das wahrscheinlich vielleicht sogar beruflich oder seit Jahren. Und dann gibt es natürlich die es eher so hobbymäßig betreiben. Da gehöre ich jetzt auch eher dazu. Da hat man dann eher gesehen, dass es einfach ein Spaß ist, sich zu verkleiden und dass einfach die Skills noch nicht ganz da sind, aber das ist immer mal weit, wenn man die dann, ich habe zum Beispiel einen gesehen, da könnte ich schwören, den habe ich letztes Jahr schon mal gesehen, der hat sein Kostüm massiv verbessert gehabt, also muss ich echt sagen, der hat daraus gelernt, hat daran gearbeitet, super. Stände, wieder buntes Mischen von Pop-Vinyl-Figuren über lizenzierte Star-Wars-Spielzeugartikel aus, was weiß ich, von vor 30 Jahren maximal, keine Ahnung. Also hat sich einer, ein Bekannter von mir, hat sich da erstmal eingedeckt mit altem Star-Wars-Spielzeug und es war wieder alles da. Diesmal waren es 2 Hallen, es war diesmal Halle 1 und Halle 3, wobei die Gaststars mit den Autogrammen und der Fotosession in der separaten Halle war, mit noch einem kleinen Merchandise-Stand quasi. Und es gab diesmal auch eine Star-Wars-Ausstellung. Die war frei für jeden zugänglich und da hatten die zum Beispiel einen Jabba in Originalgröße. Oder man konnte sich in die Bar zu den Musikern reinsetzen. Das war auch sehr cool. Und hatten dann noch so ein riesen Mammutviech mit diesen gedrehten Hörnern. War auch in Original, mehr oder weniger Originalgröße da. Das war schon echt cool anzusehen. Muss schon sagen, es war wieder eine
spaßige Veranstaltung. Ich selber war auch im Cosplay, was natürlich wieder keiner, also diesmal hat es keiner erkannt. Ja, ich war ganz traurig. Ich habe gedacht, wenn sie jemand erkennt, dann irgendein Nerd auf der Comic-Con. Aber nein, ich glaube, ich war einfach in einer zu speziellen Sparte unterwegs. Wir waren begeistert. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, das war gut. Wir haben auch, also der Bekannte, den wir dann auch getroffen haben, der hat sich dann einen richtigen Spaß draus gemacht. Gemeint, also das sieht man doch sofort. Und hier, ich stehe hier mit Veronica Mars. Und sag mal, bist du nicht Veronica Mars? Und das ist dann vorher der Running Gag geworden. Und dann habe ich auch ein paar Posts abgesetzt, unter anderem bei Instagram. Und hat er dann auch drunter geschrieben, das sieht man doch sofort. Und also ganz, war echt süß gemacht. Ja, es war extrem voll. Die Gänge waren wieder übermassig voll. Ich bin durch einen Gang gar nicht durch, weil mir das viel zu arges Gedränge war. Man kann gar nicht gemütlich durchlaufen und sich die Stände anschauen und gucken, was die da so an Sachen zu verkaufen haben. Und von den Preisen her fand ich es auch ein bisschen arg teuer dieses Jahr. Ansonsten, ja, lustig. war ein großer Spaß wieder. Ja, cool. Mal gucken, was dann auf der Gamescom. Da ist ja auch immer viel mit solchen Ständen. Da gab es ja irgendwie, habe ich gesehen, in der Fotogalerie auch so einen Stand, wo sie die ganzen Pokémon als Plüschfiguren. Das war ganz genau. Cool. Ja, Pokémon war ein absolutes Thema diesmal. Also war ein riesen Stand. Und auch an anderen Ständen gab es auch immer wie so Plüschkatzen. Da waren dann auch zwischendrin immer wieder so Pokémon-Sachen dabei. Also die haben das Thema ganz gut aufgegriffen. Und es gab auch einen Stand, da gab es so. Da gab es quasi erst lauter amerikanische Süßigkeiten, da gab es auch Twinkies und so zu kaufen und so weiße Kugeln. Ich glaube, das ist auch so innen so mit Marshmallow-Zeug und so typisch amerikanisch und Reese's gab es da. Und da musste ich auch mich zurückhalten, nicht mich einmal einzudecken. Da wirklich eine bunte Mischung aus allem, also auch irgendwie asiatische Stände. Also da gab es auch einen Stand, da gab es zum Beispiel so Kimonos zu kaufen, was man ja auch für Cosplays manchmal benutzt, wenn man so diese Manga oder asiatischen Figuren nachspielt. Ne? Und da konntest du ein Kimono kaufen. Ja? Also das fand ich irgendwie total cool. Oder auch die Ausstattung für die Deko, also irgendwie so Schälchen und Essstäbchen. Konnte man alles kaufen. Das fand ich eigentlich echt lustig. Ja. Und ist Harley Quinn immer noch der beliebteste Cosplay-Charakter? Ja. Ich habe so viele Harley Quinns gesehen, das ist nicht. Also ich habe richtig gute gesehen, dann habe ich echt richtig, richtig schlechte gesehen. Und also die meisten, die wir gesehen haben, waren tatsächlich Harley Quinns und Jokers und ganz viele Negans. Ja, und der Witz ist aber an der ganzen Sache, eine Freundin von mir, die war auf der Comic-Con in München, die wohnt nämlich auch in München und ist jetzt hier nach Stuttgart gekommen für einen spontanen Ausflug. Und in München war sie selber als Negan dort. Und sie war da mit dem Kumpel, der jetzt auch diesmal dabei war, und hat auch gemeint, das war da, dort in München war das total, das war quasi die Einzige in dem Kostüm. Ne? Und kaum ist der Walking Dead Hype da und die Staffel ist durch und alle haben es gesehen, laufen hier in Stuttgart lauter Negans rum. Also das ist, man muss sich wirklich irgendwas Cooles ausdenken, um aus der Masse hervorzustechen. Ja, Sailor Moon hat jetzt irgendwie 20-jähriges Jubiläum gehabt. Da wäre ich tatsächlich dieses Jahr besser dran gewesen, das Kostüm anzuziehen, als wie letztes Jahr, weil da gab es auch einen separaten, richtigen Sailor Moon Stand, von der Fanbase, also da gibt's so ein ein Forum für Fans, ein Fanclub oder sowas. Und die hatten auch diese ganzen Requisiten da, also diese nachgebauten Füller zum Verwandeln und solche Sachen. Also das war echt ganz süß gemacht. Da wäre ich mit dem Kostüm wäre ich dieses Jahr, glaube ich, besser beraten gewesen, aber ich wollte nicht zweimal hintereinander das gleiche anziehen. Und ja, ansonsten viele Darth Vader und generell Star Wars Cosplays waren viel vertreten und ich habe auch mehrere Thor oder Superman und solche, also die bekanntesten waren relativ oft vertreten. Deadpool, ich habe ganz viele Deadpools gesehen. Auch wieder in verschiedenen High-Class und Low-Classes. Also, in der Fotogalerie, ja. Da waren ja welche, die sahen wirklich, wirklich gut aus. Also die Thor oder so, oder irgendwelche, Ant-Man hatte ich gesehen. Also das musst du erstmal hinkriegen, so mit der Maske und alles.
Star-Lord habe ich auch eingesehen und ganz viele Poison Ivies waren wieder dabei. Was hab ich echt, wirklich alles. Also von Disney bis Marvel bis irgendwelche Anime-Manga-Figuren, es war wirklich wieder alles da. Und das ist das Schöne, also ich könnte wirklich tatsächlich könnte mir da so auf ein Stühlchen hocken und den ganzen Tag lang diese Kostüme angucken, den ganzen Tag da sitzen und die Leute anschauen, weil das ist echt cool. Und das, also ich glaube, wo habe ich denn das gesehen? Ich glaube, bei Stuttgarter Nachrichten, die haben so ein Video gemacht, das ist ohne Ton großartig, sondern nur mit Musik. Und dann zeigen die auf dem Display von einem iPad oder so, haben die Leute ihren Beruf aufgeschrieben. Und du siehst als allererstes dieses Schildchen und dann zoomen die raus auf das Cosplay. Und da sind Leute dabei, da steht einer in so einem richtig riesengroßen Kostüm. Ich habe nicht erkannt, von was es ist. Also es muss irgendwas Fantasy-mäßiges sein. Und dann steht auf seinem Schild Banker. Oder Erzieher. Und dann in so einem riesigen Ariel-Kostüm und so. Also das fand ich total faszinierend, was für Leute auch hinter diesen Kostümen stecken. Warum nicht? Ganz klar, warum nicht? Absolut. Ne? Aber man macht sich da gar keine Gedanken drüber irgendwie, sondern das ist einfach, man ist dort, man ist unter seinesgleichen, keiner guckt einen schräg an, ja, weil man sich irgendwie lustig kostümiert hat, sondern jeder findet den anderen irgendwie cool und bleibt mal stehen und auch, darf ich ein Foto von dir machen? Und, apropos Fotos, hast du ein paar Stars erwischt? Das Problem war, also es gab ja sehr viele Gaststars, die gekommen sind, aber da war jetzt keiner dabei, der mich jetzt so total gereizt hat. Die mich gereizt hatten, haben leider abgesagt im Vorfeld. Also ich habe mir dieses Jahr kein Autogramm geholt, aber es waren schon Größen da. Es waren zum Beispiel John Barrowman da, den man aus Doctor Who und aus Torchwood kennt. Dann war Kevin Sorbo da, also der Hercules. Dann war auch eine dabei, das fand ich ziemlich lustig, dass sie da war. Und zwar heißt die Valaine Kane und die spielt die Mrs. Orso, also die Mutter von Jin Orso aus dem Star Wars Film. Das fand ich auch lustig, dass die da war. Und Judge Reinhold war da. Judge Reinhold. Ja, meine ich ja. Aus Fliegende Auge. War da. James Morrison war da und waren schon coole Leute da, aber jetzt nichts, wo ich mir sage, ich mache unbedingt ein Autogramm. Ja. Und das war auch teilweise wieder echt schade bei diesen kleineren Rollen, die man nicht so gut kennt oder die einfach nicht so bekannt sind, wie jetzt zum Beispiel eine Lena Headey, die leider ja abgesagt hatte. Da ist man dann in die Halle gekommen und die sitzen da an ihrem Tisch. Und es ist halt niemand da, der was von ihm will. Keiner da, der ein Autogramm will. Das finde ich immer sehr, sehr schade, weil die kommen ja extra für ihre Fans. Die kosten ja auch Geld, ne? Die wollen ja Geld dann haben. Ja, aber da gibt es ja welche, die kosten, es gibt Leute, die kosten die 60 Euro. Also hier John Borrowman mit seinem Comic, das hätte 60 Euro gekostet. Aber es gibt ja auch schon von eher Unbekannteren, gibt es das auch schon für 25 Euro oder 35 Euro. Was? 25 Euro für eher Unbekannte, ey, da... Ja, also ich habe letztes Jahr habe ich mir ein Autogramm geholt von einem aus der Serie Castle und da habe ich 35 Euro bezahlt. Aber es ist ja nicht einfach nur unterschrieben, es ist ja personalisiert. Okay. Ja, also es ist ein personalisiertes Autogramm. Und wenn man dann auch, also damals, letztes Jahr war es auch so, da war an dem Stand gerade keiner da und dann bin ich hingegangen und dann habe ich mich bestimmt auch nochmal zwischen 3 und 5 Minuten mit dem unterhalten, weil einfach die Zeit auch da war. Das ist dann schon nicht schlecht, aber ich finde es schon schade, wenn die kommen und dann will keiner was von denen. Das ist echt schade. Ja gut, aber, dann sollten sie vielleicht keine 25 Euro verlangen, dann würden vielleicht doch ein paar Leute hinkommen. Ja, aber ein bisschen rentieren muss es sich ja irgendwo auch. Ne? Also, naja. Auf jeden Fall war es wieder eine bunte Veranstaltung. Ich kann mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr die nochmal einen Tick größer wird, dass vielleicht noch eine weitere Halle dazukommt, weil, wie gesagt, das Datum steht schon. Nächstes Jahr ist es wieder an dem Wochenende, in dem ersten Juli-Wochenende, beziehungsweise 30. Juni, 1. Juli, irgendwie sowas müsste es dann sein. Es ist auch da wieder, gibt es schon die ersten Plakate und die erste Werbung auf der Comic-Con, hat man es schon gesehen.
ja, also ich behalte es wieder im Auge, wer so kommt, vielleicht ist wieder jemand da. Vom Gefühl her war der Hype jetzt nicht mehr ganz so groß wie am Anfang. Also man kannte die Stände und man wusste ungefähr, was wird da sein. EMP wird einen Stand haben und Panini wird einen Stand haben. Und so. Man wusste schon ein bisschen was, ne? Aber das Angucken, die Leute beobachten und gucken, welche Gaststars sind da und auch das mit dann, dass es ja diese Star Wars Ausstellung gab und so, das fand ich schon ganz cool. Also ich werde es wieder im Auge behalten und ich denke schon, dass ich auch nächstes Jahr wieder dort sein werde. Und bis dahin muss ich mir wieder ein neues Cosplay ausdenken. Okay, ja. So, dann hast du jetzt noch eins mit. Ja, ich möchte über etwas sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Bei der Luise habe ich es schon angesprochen. Es gibt den ersten Trailer zu dem neuen Jumanji-Film. Erik, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn vorhin bei mir ohne Ton mal laufen lassen. Hat mir gefallen. Also mit Jack Black das und so. Das ist nicht dein Ernst. Doch, sieht cool aus. Also zumindest ohne Ton. Fand ich ganz nett. Luise? Mindy. Sag was. Es sieht einfach nur furchtbar aus. Dankeschön. Das stört mir alles, was ich mit Jumanji in Verbindung bringe. Das ist ein ganz furchtbarer Trailer und es wird bestimmt ein ganz, ganz furchtbarer, klamaukiger Film. Ich habe jetzt ohne Ton, ich habe jetzt von Klamauk nicht viel mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, Jack Black ist mit dabei und Dwayne The Rock Johnson und so. Dann hast du wahrscheinlich den eigentlichen Twist gar nicht so mitbekommen. Also, nee, habe ich auch nicht. Was man im Trailer sieht, es geht um 4 Teenager. Das sieht man, ich spoiler nichts, das sieht man im Trailer. Es geht um 4 Teenager, die müssen nachsitzen. Und beim Nachsitzen müssen sie den Keller aufräumen. Und dann räumen sie den Keller auf und finden ein altes Videospiel, auf dem steht Jumanji. Dann schließen sie das an einen alten Fernseher an und starten es. Und dann sind zufällig natürlich 4 Charaktere, die sie aussuchen müssen, passend zu den 4 Teenagern. Jeder muss halt irgendeinen von den Charakteren aussuchen. Sie starten, klicken auf Start und dann werden sie in das Spiel gesaugt. Quasi wie damals der Alan in das Spiel gesaugt wurde, werden die jetzt auch in das Spiel gesaugt und stecken im Dschungel. Aber sie sind nicht mehr sie selber. Sie sind der Charakter, den sie ausgewählt haben. Genau, und das ist halt Jack Black. Das heißt, diese 4 netten Hauptdarsteller, Jack Black und zum Beispiel Dwayne Johnson, verhalten sich wie 4 kleine Teenager. Ach so, um Gottes Willen. Sind plötzlich erwachsene Menschen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Nee, aber Gottes Willen. Sie sind Teenager. Oje, oje. Und zwar wird irgendwie der so ein ganz ruhiger Junge wird irgendwie zu Dwayne Johnson und der Footballspieler wird irgendwie zu ich weiß nicht, wird er zu den Kevin Hart, ne? Und irgendeiner wird dann noch das Mädchen, also ist es dann noch vertauscht, dass ein Junge dann das Mädchen ist. Und andersrum, das Mädchen was zum Jungen. Genau, jetzt weiß ich jetzt schon, was da für unangenehme sexistische Witze dann bei rumkommen. Also allein halt auch schon, ich weiß nicht, wie es in dem englischen Trailer ist, aber dann einfach die Stimmen dann schon dazu, also das war so unangenehm. Mhm. Was mich halt echt extrem traurig stimmt. Das fand ich am Anfang schon so, als sie gesagt haben, dass sie einen neuen Jumanji machen. Denk doch mal in 10 Jahren. Da spricht man dann irgendwann mal über schöne, coole, alte Filme und dann wird der Name Jumanji genannt. Und dann haben wir diese ganzen Teenager, die sich den Scheiß jetzt angucken, in 10 Jahren sitzen und sagen, oh ja, der Film, der war so geil, wo die da mit Dwayne Rock Johnson und so. Und ich werde daneben sitzen und denke mir so, wollt ihr mich eigentlich veralbern? Was heißt das kann Jumanji 2? Die werden 2. sich alle an diesen Film erinnern. Und das ist so traurig. Das ist so unfassbar traurig. Jumanji wird nicht mehr Jumanji sein, sondern in 10 Jahren werden sich alle nur noch an diesen unsäglichen Film mit Dwayne Rock Johnson und Jack Black erinnern. Aber ich würde es jetzt mal nicht so sehr übersteigern. Der neue Film heißt Jumanji 2. Da weiß jeder, da gibt es noch einen anderen Film. Genau, letzten Endes liegt es ja an Leuten wie uns, die Podcasts machen, die dann irgendwie den Film sich angucken oder davor warnen oder irgendwas oder den anderen Film halt mal einen alten Film empfehlen oder sowas. Ja, unterschätze mal nicht die Intelligenz von den Leuten da draußen. Ich finde es ganz schlimm. Na, ist doch bei Gänsehaut oder wie das war ja auch nicht so der Bringer. Ja. Naja, okay. Haben wir eigentlich ich wollte es nur mal anbringen. Alles. Zu Recht. Es ist zu Recht. Es war ganz furchtbar grausig. Ich werde mir den mal mit zerstört Ton ein bisschen angucken. So was Jumanji, so die Erinnerung, die Nostalgie und alles drum und dran. Ich werde mir den Film nachher mal mit Ton angucken und dann, also den Trailer hier. Ansonsten, ich guck mal hier bei
Amazon, was hier so die Leute umgesetzt haben über unsere Affiliate-Links in der letzten Woche, wenn ich das jetzt so finde, hier auf die Schnelle. Ach, hier sind wir. Okay. So. Ja. Wahrscheinlich gucken gerade sehr viele bei Amazon. Da läuft übrigens demnächst so eine Amazon Prime irgendwas, so eine Sondergeschichte. Wäre schon. Am 11. ist die, glaube ich, hier Prime Day oder so. Habe genau. Ich vorhin irgendwie die Werbung gesehen. Ist also quasi alles mit Prime. Also wer noch nicht Amazon Prime hat, kann da die Prime-Vorteile mal nutzen. Das heißt, keine Versandkosten. So, ich guck mal. Ein Trichtersatz. 50 mm, 75, 95 und 115. Dann eine Matratze mit Bezug, ein 30-Liter-Kanister mit Zapfhahn und Ausgießer. Was ist das? Nee, das ist nicht. Eine Fahrradtasche, ein 2-Meter-Kabel VGA zu VGA und ein iPhone-Ladekabel. Ja, vielen Dank an alle, die davon was bestellt haben. Und wenn ihr den KinoCast unterstützen möchtet, könnt ihr das gern tun, indem ihr einen dieser Affiliate-Links bei uns auf der Webseite klickt, wo irgendwas mit Amazon steht, zum Beispiel rechts in der Seitenleiste ist was drin, oder halt in jedem Beitrag, in jedem Blogbeitrag, da könnt ihr, jetzt gibt es gerade riesen Schlägerei hier im Feld, bin ich gerade voll abgelenkt hier, im Blogbeitrag sind immer so Filmempfehlungen von uns, wo ihr dann Filme empfohlen bekommt, die wir in dem Beitrag auch besprochen haben oder so artverwandte Filme, ähnliche Filme. Okay, und dann gibt es noch was Neues. Ich habe jetzt oben diesen Button eingefügt. Danke für eure Unterstützung, heißt der. Ich habe den ein bisschen aufgeräumt. Da sind jetzt einmal so die Kategorien, zum Beispiel Auphonic-Spenden. Wir lassen ja immer unsere Sendung hier durch Auphonic laufen. Und das macht dann so eine Klangverbesserung, damit das alles perfekt klingt. Dann gibt es PayPal hier und jetzt ganz neu, ihr könnt auch über Bitcoin spenden. Ihr müsst natürlich nicht ein Bitcoin spenden oder so, das ist ja ein wahnsinniger Wert, aber wenn ihr Bitcoin nutzt, ich habe das mal mit eingeblendet, das Bitcoin-Spendenkonto, das geht ja alles ganz ratzifatzi und zieht jetzt keine zusätzlichen Gebühren nach sich, wie zum Beispiel PayPal oder so, die ziehen ja immer noch was ab für ihre ganzen Themen. Also wenn ihr Bitcoin rüberschickt, dann klappt das wunderbar. Seht ihr dann auch mit, ist ganz neu. Okay, sind wir eigentlich so weit durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nö. Alles gut. Dann super. Dann werde ich das mal alles mit verlinken, was wir so besprochen haben. Ich habe es hier schon in unser Dokument mit reinkopiert. Dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet und mal gucken, wann die Luise mal wieder zu Gast ist. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja, sehr gerne. Immer wieder. Ich hoffe, wir hören uns vor dem Jahresendpodcast wieder. Das, oh Gott, das hoffe ich auch. Was so als nächstes angedacht, so an Filmpremieren oder Presse? Ich glaube, die nächste PV ist dann zu Atomic Blonde. Ach genau, da hat nämlich die Annemarie irgendwas gesagt, dass er an irgendeinem bestimmten Tag nicht Fortsetzung folgt aufnehmen kann, weil ihr da in Atomic Blonde zur Pressevorführung ganz geht. Genau. Das ist ganz genau. Ja. Das soll aber gut sein, habe ich irgendwie gehört. Ja, ich kann ja dann darüber berichten. Es sei denn, es gibt wieder eine Sperrfrist, dann müssen wir wieder abwarten. Dann warten wir noch den Moment. Ja, okay. Ja, vielen Dank dir, Luise. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Und sehr gerne. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. So, was Funkiges raus. Nur für den Fall, dass wir hier schnell verschwinden müssen. Also folgendes. Vor mir sitzen ein paar der besten Gangster des Landes. Und natürlich der junge Mozart in seinem Go-Kart da drüben. Die Menschen lieben tolle Banküberfallgeschichten. Also geben wir ihnen eine verdammt schamlose Nummer. Dann können sie bei ihrem Kaffee über was reden. Was hört ihr denn? Warte, ich check das kurz. Tequila! Der Scheiß ist echt Bananas, Doc. Tequila! Shh.
scheinst ein echter Glückspilz zu sein. Richtig, sag's ihm, Baby. Das war Oscar-verdächtiger Scheiß. Verdammt richtig. Tut mir leid, Mann. Was zum... Einem Gast aus Stuttgart. Hallo, Kate. Hallo, Kate. Hallo, Kate. Hallo, Kate. Hallo, Kate. Hallo, Kate. Oh Mann, heute will nichts klappen. Kate, hallo. Die Comic-Con hat sie gefressen. Hallo. Schreib ihr mal. Ja. So. Hallo, Kate. Ich arbeite dran. Oh, jetzt ist viel zu laut gerade. Was ist denn jetzt los? Ich habe jetzt ins Mikrofon gebrüllt. Ja, das ist jetzt zu laut. Wieder bitte leise. So. Hast du uns denn gehört? Ja. Okay. Also, versuchen wir es nochmal. Dieses nervige Hallo. Versuchen wir es nochmal. Hallo, Kate.